Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Old Republic. Ich habe eine Sache noch nachgeschaut oder gefunden gehabt, und zwar unter Gefährten Kontakte. Da haben wir unseren Begleiter drin. Und der kann unsere minderwertige Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. Dann ist er halt so eine gewisse Weile weg. Das kann man aber auch verkürzen übers Vermächtnis, wenn ich mich recht erinnere. Außerdem haben wir eine Biografie hier. T701 ist ein eigensinniger und überraschend sturköpfiger Astromech-Droide mit einer lebhaften Persönlichkeit und einem eigenständigen Charakter. Er dient den Jedi und stellt sich jeden Tag mutig der Gefahr. Zu seinen Fähigkeiten zählen hochauflösende Sensorscans, mechanische Reparaturen und Raumschiffsteuerungen. Und seine harte Arbeit hat allein auf Theethorn schon Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Leben gerettet. Aus der Zeit, bevor T7 in den Dienst der Republik trat, ist nur wenig bekannt. Bestimmte Konstruktionsmerkmale lassen vermuten, dass es sich bei T7 um eine Spezialanfertigung handelt, die vor langer Zeit gebaut wurde. Doch es gibt keinerlei offizielle Aufzeichnungen, um diese Theorie zu untermauern. Trotz seiner ungewissen Herkunft lassen der Enthusiasmus des Droiden und seine Bereitschaft, sich in Gefahr zu begeben, keine Zweifel an seiner Loyalität aufkommen. Vorleben, Jedi, moralisches Handeln, das Imperium besiegen und Abneigung, Schikane, Unschuldige töten, Missachtung von Autorität. So, außerdem gibt es hier anscheinend auch noch einen Einfluss. Einflussstufe 1 haben wir im Moment, 50%, plus 50% sind herbeigerufen und plus 1,5 Zeiteffizienz für Crewfertigkeiten, Aufgaben und 0,5 kritische Rate für Crewfähigkeiten, Aufgaben, und das kann sich anscheinend auch nochmal erhöhen. Was ich jetzt auch gesehen habe, ist, dass wir ihn umstellen können auf Heilung, auf Tank. Dann hat man ja gerade gesehen, ändern sich diese Fähigkeiten, die er hat. Ich lasse ihn, glaube ich, mal auf Heilung stehen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das war neu. Das war damals, glaube ich, noch nicht so der Fall gewesen, dass man ihn umstellen konnte. Dann hat jeder seine eigenen Fähigkeiten gehabt, und dann muss man halt den Begleiter mitnehmen, für was man ihn gebraucht hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann lasst uns doch einmal hier reingehen. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Selu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Nein, 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi. Meine Frau ist tot, unsere Leute abgeschlachtet. Und wo wart ihr? Nichts, was ich sage, kann euch jetzt Trost spenden. Aber wir tun wirklich alles, was wir können. Wie wäre es mit der Ausrottung dieser Tiere? Die Fleischräuber werden nicht aufhören, bis wir alle tot sind. Werdet ihr das zulassen? Ich werde nicht ruhen, bis die Fleischräuber besiegt sind. Das ist ein Versprechen. Wir werden sehen, was das Wort eines Jedi wert ist. Ich hoffe, du kannst das Versprechen halten. Ich fürchte, er wird nicht gut auf eine Enttäuschung reagieren. Die Ja. Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. Und ihr zwei kennt euch. Dieser Droide sagt, er arbeitet für die Jedi. Ist das wahr? Ja, er ist eine unserer Langstreckensonden. Wir haben 20 ausgesandt. Er ist die einzige, die zurückgekehrt ist. Oh. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Droiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Ja, das mit den Leidenschaft und keine Ehe und so weiter. Klar, da hat man jetzt ein gutes Beispiel dran gesehen, dass das nicht unbedingt gut ist. Aber schlecht ist es auch nicht. Es kann alles Mögliche, es kann auch sehr viel Positives dabei entstehen. Und ja, also, ja,
Da bin ich mit den Jedi nicht ganz so konform, aber naja, gut. Mit den Waffen und der Technologie, die ihr von den Fleischräubern erbeutet habt, kann mein Volk sich verteidigen. Euer Heldenmut macht mir Hoffnung, dass wir überleben können. Bestimmt. Und die Matriarchin? Fühlt sie sich besser? Nein, aber wir tun alles, was wir können. Danke der Nachfrage. Murrind, unsere Freundin sollte alles erfahren, was wir über die Fleischräuber wissen. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle. Okay. Und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen. Ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Okay. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Und tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Ich halte die Stellung, bis Verstärkung eintrifft, Meister. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Mich hätte es mehr interessiert, was das für einer genau gewesen ist. Na gut. So, was haben wir denn da Schönes? Ist auf jeden Fall um einiges besser. So. Und wir haben unseren Gefährten wieder verloren. Jetzt müssen wir hierher gehen. Alles klar. Dann hätte ich vorgeschlagen, springen wir ganz schnell dahin. Holen uns noch ein paar neue Fähigkeiten. Zwei haben wir ja. Und danach gehen wir nach Kalett. Wobei, die Heldenquest machen wir natürlich noch nicht. Jedenfalls nicht ohne unseren Gefährten. Ich glaube, der war oben, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Nun gut, dann schauen wir mal nach oben. Ja, genau, da war der Rat. Da wollen wir jetzt nicht hin. Und da drüben, hier müsste er gewesen sein. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir für Fähigkeiten kriegen, was das genau ist. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem. So, erst einmal der Klingensturm. Fokus 4, das heißt, das kostet schon ein bisschen mehr. Schleudere mit der Macht eine Energiewelle zum Ziel und verursache 178 bis 194 Kinect-Schaden. Also relativ viel. Schwache und normale Gegner werden außerdem 4 Sekunden lang betäubt. Das ist nicht schlecht. Es ist ungefähr... eine Energiewelle. Naja, ich tue den mal hierher. Okay, aber es geht anscheinend nur gegen einen Gegner. Ja, anscheinend nur einen Gegner. Aber man hat eine Reichweite von 10 Metern. Braucht halt ziemlich viel Fokus. Aber so schlecht ist das nicht und macht vor allem viel Schaden. Dann haben wir noch den Schwerterschutz sofort und Abklingzeit von 3 Minuten. Stellt einen Lichtschwertschutz auf, der die Nah- und Fernkampfverteidigung um 50% erhöht und 25% des Schadens durch Macht- und Tech-Angriffe absorbiert. Hält 12 Sekunden lang an. Ah, das ist auch nicht schlecht. Hat halt eine sehr hohe Abklingzeit, das heißt, man sollte den nicht unbedingt immer einsetzen, sondern nur, wenn es nötig ist. Alles klar. So, dann wollen wir mal nach Kalett.
Da müssen wir... Ja, einfach nach Süden, hätte ich gesagt. Ich erinnere mich, dass da auch noch irgendwie, dass es da auch noch irgendwelche Quests gegeben hat, aber vielleicht kommt sie später. Oder sie wurden rausgemacht. Oh, da haben wir auf jeden Fall eine Hauptquest. Meister Orges neue Schülerin. Wie aufregend. Man sagt, dass ihr großartig mit einer Vibro-Klinge umgehen könnt. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Für eine Anfängerin scheint ihr mir etwas zu alt zu sein. Bis vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht mal, dass ich eine Machtanwenderin bin. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Furchteinflößend? Jedi sind normalerweise nicht für ihr erschreckendes Äußeres bekannt. Die Kel'dor sehen einfach gefährlich aus. So etwas wie ihn habe ich noch nie gesehen. Nicht, dass ich ein Problem mit Fremdlingen habe. Kennt ihr eigentlich Meister Tillin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche, ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Tillin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Okay. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Gerne doch. Ich mache das schon. Fantastisch. Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Tillin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe. Wir machen doch gar nichts eigentlich. Wir müssen nur sowieso zu den Ruinen gehen, von daher... okay, das ist das hier. Dann gehen wir doch erst dahin ins Lager. Das ist ja, wie wir hier sehen, bevor wir da ins Dings reingehen. Ja, was ich sagen wollte, oder habe ich sogar gesagt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gab es da irgendwelche Quests hier mit Kampfdruiden draußen. Aber entweder kommen die erst auf einer höheren Stufe oder nachdem wir hier ein bisschen mehr gemacht haben. Oder es waren nur die Jedi-Botschaft oder sie wurden rausgemacht. Ich habe keine Ahnung mehr genau. Oder keine Ahnung, was da los ist. Ist ja auch egal. Ach. Ich habe immer noch nicht meine Tastatur richtig hier konfiguriert. Das merkt man gerade ziemlich. Naja, egal. Wo ist es denn, wo wir hin müssen? Es müsste doch gerade hier oben sein. Ja, hier ist es. Sanitäts... Ach, genau. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. 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 Gab es da nicht auch irgendwie was mit... Das alles sofort weg? Schrott verkaufen. Das habe ich gesucht. Naja, und das lassen wir mal. Perfekt. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Da war noch eine Quest, aber wo war... Ah ja, hier war was. Hier können wir uns nochmal binden. So, Schnellreisesysteme gebunden. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ist ja schon gut. Kihei, Chatung, Kulkadu. Okay, Padawan Fia lässt euch grüßen. Und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Kasuyali Koira, Toika Pakyotopa. Chobod i kafu anchawa. Chob ting wampa la hagua doi biska. Hm.
Das ist cool, da wir kein Mensch sind, können wir ja das hier nehmen. Menschen sind seltsam. Wer kann schon sagen, wie die Menschen ticken? Ja, koga huta powada obambaula. Oi, grani tampio dume donki. Cha kulka dumaji tahus hagua upa. Krispa doe kankin kunke gupa. Do bataji mua atima. Was ist mit den anderen Teilen passiert? Noi kuchusu yo mata chi pompota. Ah, okay. Hi mata tanta chi rule ya? Noe ayu ya tia chavopa. Tinka tuana che mai chuba. Hachuna, kwa abo nuta dubita. Was für einen Schaden können diese Droiden verursachen? Ja, koga huta pawada o bambaula. Kifa gutai oto India. Ji wom tahumpa muli ra wata wompa. Und das wollen wir ja nicht. Muli ra wata wompa. Kyoto pa bu banda baka wanki. Ne umpi bedwana ni bobo chopa uma. Ne umpi bedwana ni bobo chopa uma. Twala wanki wabda yatuga loka. Okay. Kili wata bunki dunko patoga loka. Dann liefern wir doch diese Proben einfach mal. Ich werde euch diese Proben in kürzester Zeit beschaffen, Meister Tillin. Yiliska, Chanaga Bumpa Komchinka. Wonka Tuske Uwana wa Zuzaneko Higa Danoila. Du Chananga e ma chai. Yunaliska Chanaga Chikospa ini Kontinka. Das machen wir doch gern. Und habt das gesehen, da war ein Bug. Normalerweise, wenn man mit anderen redet, sollte man nicht sehen, wie hier Leute durchlaufen. Wie er. Na gut. Ab und zu gibt's halt auch nochmal sowas wie kleinere Bugs. Egal. Dann lasst uns mal hier reingehen. Die Heldenmission werde ich wahrscheinlich nicht machen. Boah, die sind auch schon alle... Ah ne, das heißt, die werden von jemand anders, in Beschlag genommen. So. Wie war das? Wir können hier jetzt halt das nehmen und einfach scannen anscheinend. Genau. Das müssen wir bei 6 Droiden machen, ne? Das ist schnell gemacht. Außerdem haben wir noch einen Bonus, dass wir 15 von den Droiden... Oh, der ist schneller verschwunden, als ich es kennen konnte. Egal. Sehr schön, Stufe 8. Dann lasst uns hier nochmal weiter scannen. Geht ja hier nicht zu scannen. Der geht zu scannen, alles klar. Sehr schön. Hammer. Ja, das war's wohl. Was haben wir da für eine Hilfe gekriegt? Du hast die Gelegenheit, ans Steuer deines eigenen Schiffs zu gehen, die Freiheit genießen, dorthin zu reisen, wo ich meine, du willst. Weltraummission, okay. Schließ dich mit Freunden zusammen, ja, okay. Passt schon. So, dann lasst uns doch mal weitere Droiden besiegen. Können wir hier nochmal scannen? Ja. Einen auf jeden Fall. Und das ist der letzte. Dann fehlen nur noch 5 weitere Droiden, die wir als Bonus besiegen müssen. Oh, das kriegen wir ja hin. Und da geht's zu jeder Ritterphase. Perfekt. Yeah.
So, zwei Druiden fehlen noch für die Bonusmission. Dann nehmen wir doch gerade mal euch zwei hier. So, damit ist auch diese Bonusquest abgeschlossen und wir gehen in die Jedi-Ritter-Version rein. Oh, guck mal, da gibt es auch nochmal eine Quest, sehe ich gerade. Lass uns erstmal jetzt in die Jedi-Ritter-Phase gehen, bevor wir die andere Quest hier annehmen. So, auch hier eine Bonusquest. Perfekt. Ich habe mir noch gar nicht gerade angeschaut, wie es hier aussieht. Na, egal. So, sehr schön. Wie sieht es denn auf der Karte aus? Ach, ja, einfach geradeaus gehen, dann kommen wir in ein ziemlich großes Gebiet. Ah, okay. Ja, wir sehen es auch schon. So, abgeschlossen. Keine Bonus mehr. Das heißt, wir könnten eigentlich gerade durchrennen. Ein Fleischräuber, der grün ist. Zu denen müssen wir wahrscheinlich. Das heißt, es ist eigentlich ein freundlicher. Okay, der kann sprechen. Hast du mich eben Jedi genannt? Okay, und er kann die Macht anwenden. Jedi töten! Okay. Oh, und Meisterin Kiwix und Kira sind da. Sehr schön. Dann sollten wir mal mit ihr reden. Meister Orgis hat uns hergeschickt. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen. Das ist besorgniserregend. Wenn die Fleischräuber die Wege der Macht lernen, dann sicher nicht die helle Seite. Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Ich bin nicht in der Hoffnung hergekommen, irgendwen töten zu können. Das meinte ich doch auch gar nicht. Mein Mundwerk geht manchmal mit mir durch. Die Kira. Diese Fleischräuber hatten ein Holochron dabei. Ein Reservoir an Wissen, erschaffen durch einen Machtanwender. Wie es aussieht, ist es tausende Jahre alt. Meister Orgis hatte recht. Diese Eingeborenen sind fortschrittlicher, als wir dachten. Sie lernen, wie man uns bekämpfen kann. Meister Orgis denkt, er weiß, wer dahinter steckt. Das dachte ich mir schon. Aber er hatte keine Zeit, es zu erklären, bevor er uns hergeschickt hat. Ich wünschte, wir könnten bleiben und das hier zu Ende bringen. Aber Meisterin Satil hat uns auf eine Spezialmission auf Coruscant beordert. Oh, okay. All diese schlechten Ahnungen, die der Rat hatte? Sie denkt, dass die Quelle auf der Hauptwelt der Republik liegt. Okay. Es tut mir leid, euch zurückzulassen. Aber die Gefahr ist vorüber. Diese Überwachungsmonitore werden Khaled im Auge behalten. Platziert sie um die Ruinen herum. Der Tempel kann dann zukünftige Angriffe durch unsere Feinde überwachen. Alles klar. Was ist aber, wenn sie zurückkommen? Und was sind wir bereit zu tun, wenn die Fleischräuber zurückkehren? Die Wachen des Tempels werden ein gewaltsames Eindringen verhindern. Und diese Überwachungsgeräte werden uns früh genug warnen. Möge die Macht mit euch sein. Alles klar. Sehr schön. So, dann wollen wir doch mal diese Dinger platzieren. Wo müssen wir denn die platzieren?
Ah, den müssen wir hier draußen platzieren, alles klar. Nun gut, dann gehen wir doch mal wieder hoch. Kommen wir da hoch. Ja, das geht schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal raus, holen uns noch die weitere Quest, die da ist. Das war ja eine ganz normale Quest. Und platzieren dieses Gerät, dieses Überwachungsgerät in diesem Tal. Ja, Moment. Erstmal hier raus, dann schauen wir uns nochmal kurz um. Ja, genau. Lass uns erstmal diese Quest da oben holen. Die gibt es hier oben anscheinend. Ja, hier. Was ist das denn hier? Hm. Okay. Oh, ein Baby. Alles klar, dann wollen wir doch mal... Ja, gehen wir hier weiter. Dann wollen wir doch mal das Baby füttern, weil das... Es ist ein unschuldiges Baby. Das lassen wir natürlich nicht zurück. Warum sollten wir das auch zurücklassen? Wir sind keine Barbaren. Wie viel Fleisch brauchen wir dann? Da unten sind noch mal welche. Dann da haben wir den dritten. Und da drüben auch gleich der vierte. Sehr schön. Das war's ja schon gar schon. Umso besser. Dann kehren wir mal zurück. Füttern mal das Baby, damit es auch zurückkommt. Hoch. Oh, die sind gerade respawned anscheinend. Die sind, glaube ich, gerade respawned. So. Mhm. Dann lasst es uns mal ins Inventar zurücknehmen. Haben wir es jetzt im Inventar drin? Nicht wirklich. Na gut. Aber ja, wir sollen auf jeden Fall. Wir sollen auf jeden Fall Dingsen zurückgehen. Nämlich, dass hier hinten irgendwo auch noch ein Geheimnis, glaube ich, gewesen ist. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Okay. Neue Schuhe? Das sind aber schlechter als das, was wir haben. Wo müssen wir denn... Ah. Hier müssen wir es hinbringen. Jetzt noch wüsste, wo das gewesen ist, das Geheimnis. Aber es kann auch sein, dass es oben war. Oder ich täusche mich gerade komplett. Das ist natürlich auch möglich. Das ist natürlich auch möglich. Hier müsste auf jeden Fall irgendwo was sein, wo wir was anbringen müssen. Ja, genau hier. Und da unten nochmal, da oben. Jetzt muss ich mal schauen. Dann lass uns erstmal die hier noch erledigen.
denn das? Wo war denn das? Oder täusche ich mich gerade komplett? Der ist auf jeden Fall ein Terminal. War da nicht auch noch irgendwo Quests, die es dafür gab? Ah, ich glaube, diese Rampe da hinten müsste man hochgehen. Ja, wisst ihr was? Das machen wir dann, wenn wir soweit sind, auf die Heldenmission zu gehen. Das machen wir dann später. Aber ich glaube, diese Rampe muss man hochgehen und dann hat man so ein Jedi-Holocron oder irgend so etwas gesehen. Irgendwie finde ich es seltsam. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie entweder Quests rausgenommen haben oder dass die später kommen oder ich es komplett falsch in Erinnerung habe. Yay, wir sind der Droidenerlediger. Yay. Was haben wir denn auf Sython noch so vor uns? Sython haben wir schon 60%. Ja, aber das ist ja insgesamt, also das ist auch von allem, was ich bisher gemacht habe. Fremdlinge und Söldner haben wir fertig. Bestien müssen wir noch ein paar machen. Druiden. Ja, ist ja auch egal. Ich glaube, das war irgendwo oben, kann es sein? Hopp. Die kommen mit. So Zeug lassen wir natürlich nicht mehr außen vor. Naja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass die uns nicht unbehelligt lassen, aber naja, gut. Was soll's? Kommen wir nicht hoch? Hoppala! Ich will eigentlich da hochgehen. Na also, geht doch. Und da hinten ist noch eine Truhe. Ich bin hier, Meister. Was ist los? Ich bin auf dem Weg zurück in die Twi'lek-Siedlung. Triff mich dort, sobald du kannst. Ist okay. Ich bin schon unterwegs. Wir treffen uns bei der Matriarchin. Ordos Ende. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was er rausgefunden hat. Was macht der gerade, die Dinger? Okay, was soll's. Wir haben hier alles erledigt. Dann können wir diese Quest abgeben. Das Fleischräuberbaby könnten wir abgeben. Lass uns erstmal diese eine... Können wir da nicht auch einfach hinporten? Hat aber eine Abklingzeit von 6 Minuten und von da nach da ist es doch relativ länger. Wir gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß dahin. Und von dort aus würde ich dann teleportieren. Die hatten doch aber auch eine Quest. Ah. Wir sind beschäftigt. In den Ruinen ist es gefährlich. Seid vorsichtig. Die hatten auch eine Quest. Also ich erinnere mich genau, dass die noch eine Quest hatten. Entweder haben sie die Quest rausgestellt oder sie... wir sind auch schon Level 8. Das heißt, es kann doch eigentlich nicht sein, dass es über erst mit Level 9 losgeht. Oder wir sind doch einfach nicht weit genug für die Dings da. Für die Hauptstory, dass es aufgeht. Das wäre natürlich auch möglich. Ja, wir werden sehen. Wir haben ja vor, nochmal dahin zu gehen. Um die Heldenquest zu machen. Aber erstmal reden wir mit ihm. Chakulkadumaji, Tahus Hagwaupa. Oi, Grani Tampio Dume Donki. Watabotenya Nucha Nubota. Kitrita Nimni Tanuv. Kapola Kupi de Opra. Anquas Nimna Matasungri. Wonka Tuske Uwana wa. Susanneko Higa da Neula. Also das ist also schon sehr, sehr lange her. Erzähl was über die Machtkriege. Ich habe noch nie von diesen Machtkriegen gehört. Chobot yi kafu anchawa. Chobting wampala hagua doi biska. Grula woskakwa bobana. Chichawa una chichitua. Okay. Vifa karibu utachuba naganga. Crispa doe kanki kunke gupa do bataji moa atima. Wie soll es jetzt weitergehen? Pikai, Ianakuzu.
Mana natu pachunki. Gokola ko panate jaktna. Punyo blasto wonkiti ato konchi. Kasu yali koira to ekapa kyotopa. Das werden wir doch gleich machen. Neue Schuhe. Und sie sind sogar richtig gut. Die ziehen wir doch gleich mal an. Und wir verkaufen gleich noch ein paar Sachen. Ist das am Torf? Melden Sie Ihre Beschwerden nicht gefährlich. Die sind... Ah! Hab ich jetzt halt Mist gebaut? Handschuhe. Ah ne, ich habe keinen Mist gebaut. Okay, so. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Keine weiteren Quests, ja, das ist klar. Dann lassen uns die Schnellreise antreten und zum Twi'lek-Dorf zurückkehren. Ich bin ja mal gespannt, was Okran zu berichten hat. Und genau deshalb trainieren wir hier, unter Freunden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ah, das mit dem Quest verstehe ich wirklich nicht. Vielleicht haben sie die tatsächlich rausgenommen. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht so vorstellen. Wir werden es, wie gesagt, wir werden es sehen. Es lässt mir zwar im Moment keine Ruhe, aber egal. So. Ja, da bist du ja. Markus. Kiwix hat mir berichtet, was du in Kalett gefunden hast. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt. Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Du glaubst es also nicht? Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat. Sein Lichtschwert schien mir vertraut. Und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Okay. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengal Moore. Bengal Moore. Er war mein Padawan. Aber er hat seine Ausbildung nie abgeschlossen. Bengal war im Jedi-Tempel auf Coruscant, als die Sith ihn zerstörten. Okay. Die Macht muss mit ihm gewesen sein, wenn er lebend rausgekommen ist. Der Tempel wurde zerstört. Hunderte von Jedi starben an diesem Tag. Wir haben nie alle Leichen gefunden. Die Macht war stark in Bengal. Und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin unseres Volks, meine Mutter, liegt im Sterben. Das sind schreckliche Nachrichten. Kommt ihr zurecht? Ich hätte nicht gedacht, dass die Bürde der Führerschaft so schwer wiegt. Meine Späher haben eine Kommandobasis der Fleischräuber in den Bergen ausfindig gemacht. Sie wird von einem Energieschild geschützt. Der Energiegenerator des Schilds ist auf einem anderen Berg versteckt, in einem stark bewachten Hüllennetzwerk. Von der Kommandobasis aus werden vermutlich alle Angriffe in der Region koordiniert. Ich muss dort hinein. Bist du bereit, den Energiegenerator auszuschalten? Na sicher. Aber wir könnten auch mit dir gehen. Ihr werdet Verstärkung brauchen. Können wir nicht jemand anderen schicken, der sich um den Energiegenerator kümmert? Du hast bewiesen, dass du mit den Fleischräubern klarkommst. Wir brauchen dich dort. Versuch dem Droiden den Weg frei zu machen, damit er mehr Informationen sammeln kann. Okay. Der Energieschild hat oberste Priorität. Schalte ihn aus, so schnell du kannst. Okay, werden wir machen. Was haben wir da? Schlichte mittlere Credit-Dings und ein Übungsschwert. Und Stufe 9. Nett. Dann machen wir das mal auf. Aber hier zeigt er mir nur den einen. Warum zeigt er mir? Ach nee. Er zeigt mir... Hä? Komisch. Warum hat er mir jetzt hier nur noch den einen angezeigt? Hier zeigt er jetzt wieder beide an. Aber beim einen hat er jetzt komischerweise nur einen angezeigt. Ja, sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam. Okay. Stufe 9 sind wir. Und wir müssen hier hin. Das können wir auch noch abgeben, aber das werden wir noch lassen. Ich will jetzt nicht wieder... Obwohl... Ah, wir haben noch keine... Wir haben noch Abdingszeit und das Ganze.
Wir hätten aber schon wieder zwei neue Quests hier. Klingensperre und Unbeugsam. Ja, lass uns das später machen. Lass uns lieber mal hier nach Süden gehen. Oh, und hier gibt's eine Quest. Das war ich sogar. Ich sehe sie doch. Ich stehe doch direkt davor. In der Hütte wahrscheinlich. Zumindest eine der Quests ist in der Hütte. Jedi, ihr seid gekommen. Ich hatte schon Sorge. Ich dachte, ihr würdet es nicht schaffen. Ihr müsst euch beeilen. Ihr müsst meinen Sohn finden, bevor ihm etwas zustößt. Okay. Erstmal beruhig dich und dann sag mal, was genau geschehen ist. Man sollte seine Gefühle immer unter Kontrolle haben. Die Fleischräuber haben ihn schon seit einer Woche. Sie kamen bei Anbruch der Dämmerung. Einer von ihnen war mit Blut und Narben übersät. Okay. Er hat meinen Sohn verschleppt. Hör zu. Unsere Späher haben Vio, meinen Sohn, auf dem Typhusgard gesehen. Dort haben die Räuber ihr Lager. Sie sagen, er ist verletzt. Er blutet und humpelt, aber er lebt. Er wartet darauf, gerettet zu werden. Ja, okay, wir werden helfen. Ich bin ein Jedi. Dafür sind wir da. Wenn er ihn auf dem Typhusgard nicht findet, sucht nach einem Zeichen. Etwas, das er als Spur zurückgelassen haben könnte. Er hatte einen Ranzen bei sich. Vielleicht hat er den liegen lassen. Schauen wir mal. Die Fleischräuber werden versuchen, euch aufzuhalten. Aber ich habe gesehen, wie gut Jedi kämpfen. Helft mir, Jedi. Helft meinem Sohn. Aber klar doch, das machen wir doch gerne. So. Jetzt hier und nachher, ich sehe ihn. Da ist er. Urtua Vater Gaim, Jemuda Burka Baumar Bauro. Bauer, Maglaresesim. Pumatuto Gisafin Grudot Simna Supa. Ek Farkar Xara, Furflastu. Grania Mimi Vravni, Hev Viku Omli Biarinu. Es ist unsere Pflicht, die Schwachen zu beschützen. Und ich denke, diese Pilger zählen sicher dazu. Ja, morgen, Jori Nadelka. If by our Simar Sufni or Wazi, Dobnjibia for Homupina. Pegarus plot as Vista Bokar Pina, Nuimarstro de Berkur Burkuni. Evenorexi Vavitu, Simar Pirmor Junorsche, Hux Unar? Okay, ich bin jetzt gerade nicht mitgekommen. Ja, wir sollen rauskriegen, was denn die Kultur, was dein Hunger antreibt. Wenn die Statuen der Schlüssel sind, um die Fleischräuber zu verstehen, werde ich sie sofort untersuchen. Ojamin, Gefur. So. Okay. Das werden wir natürlich sehr gerne machen. So, jetzt müssen wir da runtergehen. Perfekt. Passt also alles mal wieder. Wir müssen da lang. Passt also alles wieder richtig rein. Sind wir hier noch richtig? Ja, wir sind hier richtig. Und schon liegen sie wieder. Ja, okay. Soll mir recht sein, komm mal schneller durch. Und hier sollten wir hier hoch, schätze ich mal. Hätte ich jedenfalls so gesagt. Und eine neue Nebenmission, eine neue Bonusmission, alles klar. Sehr, sehr schön. Die werden wir, denke ich, hinkriegen. Das sollte jetzt nicht so das große... Hey! Das große Problem sein. Wo sind wir denn jetzt hier?
Gute Frage. Gehen wir mal da hoch, hätte ich gesagt. Sind wir hier immer noch? Nee, sieht irgendwie falsch aus, oder? Das sieht mir nach einer Sackgasse aus. Okay, also hier sind wir falsch. Da sind wir falsch, dann gehen wir einfach mal hier lang. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe plündern. Man greift mich sofort an. So was aber auch. Wie sieht's aus? Da unten, ja, da unten ist so eine Statue. Sieht auch hier irgendwo einer? Sollte nicht hier noch eine irgendwo sein, das halt direkt drauf zulaufen. Da hinten gibt es auf jeden Fall eine Truhe. Die nehmen wir mal mit. So, die Truhe nehmen wir mit. Hui, neue Armbänder. Die schauen wir uns gleich mal an. Und hier einen kleinen Ranzen mit Handwerks und nochmal Lederarmbänder, okay. Aber keine Truhe. Aber die sind auf jeden Fall besser. Die sind auch besser. Sind die jetzt noch besser? Ne, die sind schlechter. Ah, alles klar. Sehr schön. Aber irgendwo da oben müssen sie sein, muss das eine Teil sein. Und das andere muss irgendwo da sein? Oder da oben? Ja, da oben in der Sackgasse. Auf der Minikarte sieht man es doch ein bisschen besser als auf der großen Karte. Okay. Gut. Hier oben sollte es sein. Ja, da ist auf jeden Fall was. Das ist der Ranzen. Von dem wir gehört haben. Jedi? Ach, der Matriarchin sei Dank. Psst. Jedi reden. Jedi Frieden. Oh. Er will mit euch reden. Er ist zu schwach, um zu kämpfen. Jedi. Jedi Frieden. Okay. Er brauchte jemanden, der ihm hilft zu kommunizieren. Deshalb hat er mich mitgenommen. Und deshalb lässt er auch dieses Treffen zu. Ich habe versucht, ihm Basic beizubringen. Das ist, wow. Gibt es Wunden zu versorgen? Nur ein paar Kratzer und Prellungen. Ich... Kopfding reden! Kopfding reden! Lernen Energie! Ich versuch's ja. Bitte, ich versuche es wirklich. Er glaubt, dass er mächtig ist. Er denkt, er kann die Macht anwenden und er will, dass die Jedi ihn ausbilden. Oh. Warum will er das? Ich weiß, das habe ich ihm auch gesagt. Aber er ist überzeugt, dass er so ist wie die Jedi. Er sagt, er kann die Energie der Jedi in der Nähe ihres Tempels spüren. Er sagt, er kann sie in den Felsen riechen. Sie macht ihn stark. Die anderen Fleischräuber dienen ihm, weil sie vor seinem Fluch Angst haben. Aber die Macht ist überwältigend für ihn. Er muss von den Jedi lernen, wie er diese Energie beherrschen kann. Er ist schwach. Versteht er überhaupt, was er da verlangt? Was die Jedi-Ausbildung ist? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, er hält die Jedi für Jäger. Nehmen Energie! Jagdenergie!
stehen Felsenbau. Kopfdingfleisch. Ihr lässt mich erst gehen, wenn ihr ihm helft, in den Jedi-Tempel zu kommen. Das könnt ihr doch, oder? Ihr könnt doch die Jedi-Meister dazu bringen, dass sie ihn ausbilden. Ob das so eine gute Idee ist? Aber, vielleicht könnten auch was beibringen. Böse zu sein. Ich meine, er hat ja auch die Sprache gelernt, von daher könnt ihr auch Ethik und so weiter lernen. Ich würde sagen, wir probieren's mal. Ich gehe zum Tempel und sehe, was sich machen lässt. Psst! Felsenbauenergie! Gehen, Felsenbau! Gehen, Baumbau! Wir treffen euch im... vor dem Bau der Fleischräuber. Wir lagern am Weg und halten nach euch Ausschau. Aber seid vorsichtig. Ich möchte wirklich bald nach Hause. Machen wir schon. Interessante Sache. Wie gesagt, theoretisch könnte er auch einiges noch lernen. Auch nicht nur die Macht, sondern auch Ethik und so weiter. Von daher, das könnte sehr interessant sein. So, aber jetzt müssen wir mal schauen. Wo soll hier so ein Dings... Ach, ich schau lieber hier drauf. Okay. Da unten ist es auf jeden Fall. Aber ich werde zu nah dran. Ach, greift er mich jetzt auch an? Und die greifen mich an. Alle greifen mich an. Alle greifen mich an. Alle wollen was von mir. Ah ja, wenn wir jetzt hier so durchgehen, hier lang gehen, an den Fleischräubern hier vorbei, greifen sie an? Nein, greifen nicht an, sehr gut. Ja, dann kommen wir doch genau hier lang, auf, über den Steg und da drüben ist es schon. Perfekt. So, das ist dann der erste Statue. Oh, es sind ja eh nur drei Stück. Sehe ich gerade. Ich dachte, es wären vier Stück gewesen. Na gut. Wo sind denn die nächsten? Die sind doch irgendwo da unten anscheinend. Da, ich sehe ihn. Lass uns mal einfach mal hier runterspringen. Den hier erledigen. Oh. Wieder voll betäubt hier. So, und irgendwo da vorne war's. Genau hier war's. Greifen die an, wenn ich da hingehe? Oder komm mal hin? Ey, ich würde sagen, wir kommen sogar hin. Sehr schön. Ja, aber das war's dann auch schon gewesen. Was Grünes, was Grünes. Ist zwar weniger Angriffskraft und weniger kritischer Art Dings, aber mehr Rüstung und alles. Warum nicht? Aber ich würde sagen, die Farben sollten wir tatsächlich ein bisschen vereinheitlichen, weil... Ah, hat er sogar schon. Okay. Vereinheitlicht sind die Schuhe so pink. Na, seltsame Sache. Naja, egal. Und meine Aktion hier nennt man Überraschungsangriff. So, und ich glaube, wir müssen hier lang. Da hinten ist er. Da hinten ist er, der letzte von diesen komischen Statuen. Dann ist das auch erledigt.
Dann müssen wir hier wieder zurück. Und zum... Oder zum Jedi-Tempel, das wird da auch gehen. Oder natürlich, was wir natürlich auch gleich machen, wir gehen zu unserer Hauptmission natürlich weiter. Dazu müssen wir hier hochgehen. Rennen wir einfach mal an den Fleischräubern hier komplett vorbei. In die Höhle rein. Wie sieht's hier drin aus? Ah, ganz da unten ist es. Deaktiviere den Energieschild. Sure. Das würde ich... Wie viel Credits haben wir eigentlich da draußen? Ja, okay. Das würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Weil, ja. Wir haben schon wieder 56 Minuten aufgenommen. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir diese Quest. Dann gehen wir vielleicht zum Jedi-Tempel. Wegen Fleischräuber-Baby, neuer Rekrut und Fleischräuber-Fakten. Oder wir gehen... Ja, doch. Ich hätte gesagt, wir gehen da zum Tempel hin, geben das Dings ab. Da können wir dann je nachdem... kommt drauf an, wo wir weiterkommen. Ob wir... Also, wo es weitergeht für unsere Quest hier, also für die Hauptquest, nachdem wir hier gewesen sind. Aber das sehen wir dann. Dann sollten wir hier vielleicht noch... Ist da auch was im Aufdecken? Na, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, machen wir dann hier Schluss. Dann hoffentlich hat es euch gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.